unsere Käse-Sahnennudeln sind fertig. Ja, sieht wirklich total lecker aus. Und ja, ich tue es jetzt einfach mal hier abfüllen. Weil dann seht ihr das auch mal, wie viel das auch wirklich ist. Also es ist echt der Wahnsinn. Weil man denkt das immer gar nicht, was da alles in den Thermomix von der... Da hängt sogar immer noch was drin. So. Ja, ihr Lieben, also wirklich ein Gericht für 4 Personen, ja, ist innerhalb, ich habe es jetzt noch gar nicht zusammengerechnet, ja, noch keine 20 Minuten dauert das Ganze, wenn ihr es nachkochen tut. Es sieht super lecker aus, ich werde es gleich probieren. Für alle, die mehr sehen möchten, drückt bitte einmal hier unten auf Abonnieren, dann werdet ihr jede Menge noch sehen. Und ja, das nächste, was ich jetzt mache, ist eine Gemüsesoße. Ich habe ein ganz tolles neues Kochbuch mir bestellt, und zwar ein italienisches vom Thermomix. Ja, daraus werde ich demnächst dann diese Gemüsesoße zubereiten mit Nudeln. Ja, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Ciao.